Im Folgenden habe ich Ihnen noch einige Beispiele mitgebracht, was Standards des WS-Sternuniversums so alles abdecken. Und das erste Beispiel wäre WS Addressing. Das Problem, was Sie haben in Ihrer Endpoint-Definition, ist, dass Sie dort in der WSL ja initial erstmal keine Reply-to-URI angeben können. Etwas, das in E-Mail ja schon lange gängig ist, dass ich eine andere URI angeben kann, wohin die Antworten fließen sollen. Das heißt, standardmäßig wird eine Antwort immer über meine HTTP-Verbindung laufen, über die ich die Anfrage schon gestellt habe, oder in 99% der Fälle HTTP. Das heißt, ich als Sender muss auch die Antwort selber verarbeiten. Vielleicht möchte ich das aber gar nicht. Vielleicht möchte ich, dass die Verarbeitung irgendwo anders geschehen kann und ich quasi über die Bande dieser Whistle-Applikation sozusagen eine Verarbeitung an dritter Stelle anstoßen könnte. Jetzt haben Sie hier mehrere Möglichkeiten. Sie können natürlich in den HTTP-Request, also weiter außen, als Parameter die Antwortadresse hinterlegen, sodass dann dieser HTTP-Request-Antwort woanders hin ausgeliefert wird, also sozusagen eine Ebene tiefer angesetzt. Haken ist, dass Sie sich dann an HTTP als Transportprotokoll endgültig binden. Können Sie sagen, ist durchaus so in Ordnung, weil HTTP eh in 99% der Fälle genutzt wird, aber wenn Sie flexibel bleiben wollen, was ja auch einer der Vorteile von SOAP war, dann schmeckt Ihnen diese Alternative vielleicht nicht so gut. Und dann gäbe es eben die Alternative 2. Sie nutzen eine Standarderweiterung, nämlich das sogenannte WS Addressing. Wie ist das jetzt umgesetzt? Sie gehen einfach her und schauen sich die Endpoint-Definition an. Und da können Sie in den SOAP-Header-Feldern Feldbezeichner eröffnen, analog zum E-Mail-Standard. Also genau das From, das To, das Reply To und das Fall To, natürlich alles wieder in XML. Nun, das sehen Sie hier, dass Sie im Header eine Message-ID haben und dass Sie hier in dieser Message mit der bestimmten ID hier den Namespace WS Addressing haben Sie erstmal oben eingebunden in den Envelope. Und dass Sie dann dort sehen, dass WS Addressing ein Reply to, und zwar eine Adresse festlegt und sagt eben, diese Antwort soll jetzt hier an diese Adresse fließen. Und das To war genau unser Math Service, den haben wir am Anfang schon gesehen. Und die Aktion wäre genau dieses Add, was wir durchführen wollen, analog zu unserem Eingangsbeispiel. Prinzipiell können Sie in jedem Feld eine URI angeben, auch mit einem anderen Protokolltyp als HTTP, also eben das schon angesprochene SMTP für E-Mail oder JMS für Java Message Service. Damit bekommen Sie auf der zeitlichen und auf der Protokollebene, gerade auch wenn Sie was Asymmetrisches nutzen können oder gar mehrere unterschiedliche Protokolle unterstützen, bekommen Sie eine weitergehende Entkopplung von Sender und Empfänger und können hier auch wieder freier Ihren Gegenpart auswählen und ansteuern. Zweiter Standard, den ich Ihnen mitbringe, ist WS Eventing. Wir werden uns ja demnächst auch noch mit Middleware beschäftigen, dort insbesondere auch mit Message-Oriented Middleware. Und die bietet ein Muster, nach dem sie operieren kann. Das sogenannte Publish-Subscribe-Muster ist schon das aufwendigste. Also Sie sehen hier, man hat in den WS-Stern-Standard in diese Welt, hat man das aufwendigste Muster sogar da übernommen, um Nachrichten, die asynchron über eine zentrale Stelle fließen sollen, um die hier umsetzen zu können, dass das über diese Standardschiene laufen kann. Und Sie sehen hier, dass WS Eventing unterscheidet zwischen vier verschiedenen Rollen, nämlich einmal der Quelle. Und die Quelle, die hat eben diese interessanten Ereignisse, die da stattfinden. Und wenn jetzt jemand diese Ereignisse zu abonnieren wünscht, also hier etwas herausfinden möchte darüber, was dort eigentlich passiert, dann kann er sich subscriben, kann er sich bei der Quelle eintragen. Die Quelle kann dieses Management oder wird dieses Management in der Regel an einen Subscription Manager delegieren, weil die Quelle ja eigentlich irgendeine fachliche Arbeit tut, irgendetwas, was sie schon immer tun sollte und sich nicht überfrachten will mit irgendwelchen WS-Eventing-Mustern,
sondern das kann dann ein dedizierter Subscription Manager machen. Der kann mit dem Subscriber das eigentliche Subscription Management die ganze Zeit verhandeln. Die Quelle kann dem Subscriber auch mitteilen, deine Subskription, die endet jetzt. Nun, Sie können sich das also im Grunde wie ein Zeitungsabonnement vorstellen. Und das Eigentliche, was Sie natürlich wollten, weswegen Sie sich eingeschrieben haben, war, dass Sie Benachrichtigungen empfangen wollten. Sie wollten also als Subscriber, dass entweder Sie selber oder irgendeine andere Stelle, und so ist es hier jetzt dargestellt, die Senke als viertes, ne, ein Listener, dass die Benachrichtigungen bekommen kann. Natürlich kann die Senke mit zum Beispiel dem Subscriber zusammenfallen. Natürlich könnte eine Quelle auch ein eigenes Subscription Management machen. Aber WS Eventing lässt Ihnen dort prinzipiell alle Freiheiten, wie Sie jetzt die Benachrichtigungen von der Quelle zur Senke routen möchten und wie das verwaltet wird. Ein Subskriptionsbeispiel hier, also Sie sehen auch, hier kommt gleich wieder WS Addressing zum Einsatz mit diesem Reply-to-Header und dann unten im Body die eigentliche Subscribe-Nachricht auch wieder versehen mit einem Notify-to. Also das heißt, die haben sich bei der Spezifikation hier angelehnt an das, was aus WS Addressing bekannt war, damit die Terminologie dann vertraut ist. Und dann sehen Sie auch hier unten dieses Subscribe, wo die Adresse angegeben ist und man möchte sich hier für eine Sturmwarnung einschreiben und zwar immer dann, wenn diese Reference Property getriggert wird, also wenn die vorhanden ist. Und jetzt sehen Sie, dass natürlich dann darauf auch eine Reaktion erfolgen kann, dass also jetzt eine Notifikation erfolgen kann und die könnte eben so aussehen, dass jetzt unser Wind tatsächlich hoch genug ist und wir haben das festgestellt in einem bestimmten Ort und wir schicken deshalb diese Notification heraus an die Person, die hier gerade lauscht. Der dritte Standard, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist WS Security. Hier geht es um diese klassischen Sicherheitsziele, Authentisierung, Privacy, Integrität. Wie können Sie die absichern im WS-Sternumfeld, nachdem Sie ja hier definitiv über das offene, über die Plattform Internet kommunizieren wollen, sonst wären es ja keine Web-Services mit allen Ihren Vorteilen, brauchen Sie im Gegenzug Sicherheit. Und da sehen Sie hier, dass gerade die gängigen Standards, SAML, X509-Zertifikate und so weiter, symmetrische, asymmetrische Kryptographie, dass die hier alle zum Einsatz kommen können, XML-Signaturen. Und man hat auch noch Zeitstempel eingeführt gegen Replay-Attacken, um das Ganze entsprechend absichern zu können. Also diese WS-Stern-Protokolle, die sind alle an anderen Standards orientiert und angelehnt und nutzen die so weit wie das möglich ist, weil ja Interoperabilität, also eine breite Nutzung vieler, vieler anderer Dienste übers Internet, weil das genau das Ziel ist, nun, dass Sie viele Nutzer gewinnen können, dass Sie an der Stelle offen sind. Also verwenden Sie die technischen Standards, die schon da sind und die viele andere schon sprechen. Wie kann das kombiniert sein? Das sehen Sie jetzt hier mal als kleines Beispiel. Sie können das Ganze auch noch auf unterschiedlichen Ebenen nämlich betreiben. Natürlich, was man sofort sich überlegt, ist das erste Mal diese Transportsicherheit. Also Sie wollen HTTPS verwenden, eine SSL bzw. heute TLS-Verschlüsselung. Damit können Sie natürlich sichern, dass die Daten schon von Anfang an nicht lesbar sind. Was aber noch eine Möglichkeit ist, ist, dass man hier versuchen kann zu manipulieren. Dafür gibt es aber den Username-Token, der hier vorher passend verschlüsselt wird, sodass das Ganze nicht mehr zu gewinnen ist. Und der Token ist aber hier zum Beispiel noch nicht an den Inhalt gebunden initial, sondern wird nur übertragen im Header. Und um das jetzt sicherzustellen, dass man also auch da nicht mehr tauschen kann, da braucht man eine Signatur an den Token, aber das werden Sie in IT Security noch näher besprechen, wie das genau funktionieren kann.
Klar ist, wenn Sie nur auf der Message arbeiten, dann kann jeder die Message schon mal erstmal für sich entgegennehmen und Sie verschlüsseln höchstens noch einen Teil des Contents und können damit gerade noch sicherstellen, dass Sie derjenige sind, der hier wirklich vorgibt, das abzuschicken. Aber viel weiter können Sie hier auch nicht kommen. Die Optionen, die Sie haben, um Ihre Web-Services sicherer zu gestalten, sind im Grunde vier, wenn man es herunterbricht. Das eine ist, Sie können selbstbeschreibende Security einsetzen, also Sie sichern genau diese Messages ab, neben natürlich der Tatsache, dass Sie diesen SSH-Tunnel, SSL-Tunnel üblicherweise benutzen, also HTTPS. Vorteil hier, dass Sie keine Detailverhandlungen zwischen Client und Server brauchen. Die Basis steckt direkt in WS Security drin. Die zweite Variante wäre eine Policy-getriebene Security. Ich hatte Ihnen eingangs bei dem Standard Stack gezeigt, dass es auch eine WS Security Policy Standard gibt. Muss der Client erstmal eine Policy herunterladen, muss gucken, ob die Policy von den Must Requirements, also von dem, was der Client anbieten muss, zum Server passt, also bestimmte Protokollversionen oder ähnliches, damit dort noch keine Sicherheitslücken bekannt sind oder so etwas. Und wenn beide sich dort einigen, dann kann eben der Austausch beginnen. Auch das WS Security Policy wäre eingebettet, ähnlich wie die Fehlerbehandlung, in die Whistle hinein. Das ist überhaupt so, dass viele dieser Standards, die hier kommen, dann einfach sagen, erweitere die Whistle doch ein bisschen. Sie haben das eben auch gesehen. Erweitere die ein bisschen, so wie bei WS Eventing auch, erweitere die ein bisschen die WS Whistle-Datei, die Sie haben, und packe es dort mit hinein. Und dann kann der Client sich das herunterladen und Client und Server können etwas Passendes aushandeln. Das dritte wäre Security durch Konfiguration. Also natürlich gehört dazu auch, dass der Endpunkt eben schon gleich verschlüsselte Kommunikation anbietet. Das ist typischerweise natürlich konfigurierbar innen drin, und dass Sie spezifische Requirements hier versuchen, auf der abstrakteren Ebene durch Konfiguration zu beschreiben. Die vierte Variante wäre selbstbeinhaltende Security. Das heißt, Sie versuchen schon mal die Security herauszuziehen und die wesentlichen Teile, die sicherheitsrelevant sind, irgendwo in einem kleinen separaten Modul abzuwickeln, und die Anwendungslogik fragt immer nur nach, ist der Nutzer dafür autorisiert? Wenn ja, dann werden wir das jetzt hier durchführen. Man kann auch überlegen, bei Selbstbeschreibung natürlich dahin zu gehen, dass man die Security pluggable macht, also irgendein Autorisierungsserver wird uns wohl schon bestätigen, dass der Nutzer der ist, der zu sein vorgibt, oder eben nicht. Und dann wollen wir das sozusagen einfach wie einstöpseln, wollen wir das in die Konfiguration hinein pluggen können. Letztlich gewinnen Sie damit einen separaten Lebenszyklus. Immer dann, wenn Sie in der Security-Applikation auch eine Lücke haben, immer dann können Sie ja reagieren und separat tauschen.